Willkommen zu Newsland. Der Kampf zwischen Ruben Crawford und Mohamed Grabinski ist dieses Wochenende ausgefallen. Der Grund für den Ausfall war wohl ein bisschen Übergewicht von Ruben Crawford. Andere behaupten, er war schon vorher auf der Waage, hat danach was gegessen und deswegen hat das Gewicht nicht mehr gepasst. Auf jeden Fall ist er so ein Riesendurcheinander. Der Kampf hat nicht stattgefunden und das ist Tatsache. Apropos Ruben Crawford. Unter anderem über ihn war am Wochenende eine Doku von Spiegel TV und die war recht objektiv. Normalerweise kennt man von Spiegel TV oder RTL, die das ausgestrahlt hat, eine recht subjektive und negative Meinung über MMA. Diesmal war es nicht der Fall und deswegen hat mich die Doku positiv überrascht. Die Doku könnt ihr euch bei Spiegel TV nochmal angucken, Link ist in der Beschreibung. Apropos positiv überrascht, Martin Zavala kämpft wieder. Nach GMC 4 hat er eine längere Pause angekündigt, nun ist er zurück und wird in Polen um einen Titel kämpfen. Mich als alten Martin Zavala-Fan freut das natürlich riesig. Was eher negativ für den deutschen Markt ist, ist, dass die UFC ab sofort kostenpflichtig ist. Das heißt, es ist jetzt wie in den USA, dass man pro Veranstaltung Geld bezahlen muss. Wie viel Geld und für welche Veranstaltung ist noch offen. Oder noch eine negative Sache. Dominic Cruz ist schon wieder verletzt. Nach über 2 Jahren Verletzungspause wollte er seinen Titel gegen Randy Barrow verteidigen. Das findet nun wieder nicht statt. Uriah Faber springt ein und wird das 2. Mal gegen Randy Barrow sein Glück versuchen. Das war's mit den wichtigsten News für diese Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein.